So. Warum mache ich das? So. Nein. Ich drücke mir die falsche Taste, das geht gar nicht. Ich sag alles falsch, ne? Komm. Das wollte ich doch anziehen. So. Das sieht gut aus. Es sieht gut aus. Es sieht schlecht aus, wie auch immer. Was wollte ich jetzt machen? Kein Kommentar. Ja. Ich wollte nach einer Quest suchen, genau. Das geht ja wohl ohne irgendwas zu machen. Ohne irgendwas zu machen. Ja. Klar, ich krieg eine Quest ohne irgendwas zu machen. Okay. Das Wasser sieht übrigens sehr geil aus. Auch von Unterwasser. Naja, die Wasseroberfläche sieht jetzt nicht so realistisch aus. Aber wenigstens kann man was sehen unter Wasser. Wir können doch einfach die Gegenden erkunden. Wenn ihr das wollt. Ich höre euch zu. Otess arbeitet. Es gibt auch ein paar Quests, die man irgendwo einfach in der Wildnis finden kann. Worum geht es? Ich springe auf den. Ich springe auf der Mauer. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine. Alia. Auf der Mauer, auf der Lauer liegt eine kleine Alia. So, weiter kann ich nicht. Verdammt. Egal. So einen Song muss man noch nicht unbedingt kennen. Song? Das ist ein Gedicht, aber naja, gut. Wer bist du? Wer? Ach, stimmt. Die Quest ist gut. Die Quest ist gut. Hier gibt's nämlich eine Quest. Unglaublich, nicht wahr? Ja, hier gibt's eine Quest. Hätte ihr bestimmt niemals gedacht. Nein. Irgendwo hier muss es einen anderen Charakter geben. Der hat was mit dem Charakter da vorne zu tun. Ich weiß aber gerade nicht, wo. Ritela. Genau, Ritelichanda. Genau, das ist sie, glaube ich, oder? War sie das? Auf jeden Fall kenne ich ihren Namen. Das bedeutet, sie müsste etwas mit der Quest zu tun haben oder so. Ich bin Tivela Lytandas. Verzeiht, dass ich euch nicht mit dem... Verzeiht, dass ich so direkt bin, aber ich brauche dringend eure Hilfe. Ach, genau. Ich warte die Quest. Auf eure Entscheidung. Ich bin Tivela... Verzeiht... Ja. Nein, bitte erzählt mir von ihm. Nein? Das ist sonderbar. Seine Spezialität sind Gemälde des großen Forstes. Das ist natürlich albern, beweist jedoch, wie detailgenau Rüte ist, wenn er malt. Er sagt, Rüte wird vermisst. Ich überspringe einfach alles Unnötige, was man auch so lesen kann. Weil die Charaktere sprechen in diesem Spiel ziemlich langsam und das ist doof. Ja, Rüte arbeitet gern bei verschlossener Tür. Für gewöhnlich verlässt er sein Studio zum Essen Studio. Und Schlafen. Aber vor 2 Tagen kam er überhaupt nicht heraus. Zuerst, doch als er einen ganzen Tag lang nicht herauskam, öffnete ich die Tür mit... Ich bin mir sicher, dass er das Zimmer nicht verlassen hat. Keine Sorge, ich werde Rüte finden. Oh, danke. Beeilt euch. Was natürlich auch so viel Sinn ergibt. Erstmal, Studio gab es in dieser Zeit noch nicht als Wort. Und zweitens, wenn du die Tür geöffnet hast, um nach Rüte zu sehen... Warum hast du die dann wieder verschlossen? Das ergibt keinen Sinn. Aber gut. Ja, schon wieder. Studio. Studio gibt es nicht. So, was machen wir? Ja, das Gemälde ist als eine Tür markiert. Da stimmt was nicht. Da ist alles in Ordnung. Tada. Wo seid ihr hergekommen? Ihr seht ziemlich echt aus. Ihr müsst von draußen kommen. Gott sei Dank ist endlich jemand gekommen. Ich freue mich zwar, ein freundliches Gesicht zu sehen, doch ich habe schlechte Nachricht für euch. Ihr sitzt hier genauso fest wie ich. Ich sage es nur ungern so gerade heraus, aber ohne diesen verflixten Dieb würden wir hier nicht in der Klemme stecken. Dieb. Ich war in meinem Studio, als mich ein dunkel gekleideter Boss mir angriff. Bevor ich um Hilfe rufen konnte, hatte er mich bewusstlos geschlagen. Als ich zu mir kam, sah ich, dass die Tür meines Studios verschlossen und mein Pinsel verschwunden war. Doch dann sah ich es. Auf meiner Leinwand war etwas, das nicht von mir stammte. Es sah aus wie ein schlecht gemalter Troll. Da begriff ich plötzlich. Der Bossmer musste in das Bild gesprungen sein und hatte dann mit dem Echtfarbpinsel Wächter gemalt, um sich zu schützen.
Echt Farbpinsel. Ich wusste, das Geheimnis meines Erfolgs würde eines Tages ans Licht kommen. Wenn ihr wollt, erzähle ich euch alles über den Pinsel. Bitte. Sehr gut. Der Pinsel tauchte vor einigen Jahren im Besitz eines Künstlers auf, der im Arnesischen Krieg von 396 diente. Anscheinend war ein fehlgeleiteter Feuerball neben ihm explodiert und hatte ihm beide Arme gelähmt. Er war jedoch ein willensstarker Mann, der sein Talent nicht aufgeben wollte. Als gläubiger Anhänger von Dibella flehte er sie an, ihm etwas zu geben, womit er sich erneut ausdrücken konnte. Sie erhörte seine Bitte und machte ihm den Pinsel zum Geschenk. Das heißt, die Pinselhaare seien aus Dibellas eigenem Haar gemacht worden. Dieser Verletzte war mein Vater. Er hat den Pinsel an mich weitergegeben und auch ich werde ihn eines Tages an meine Nachfahren weitergeben. Wollt ihr wissen, wie er funktioniert? Ja, wie funktioniert das? Mit dem Pinsel kann der Künstler sich aus der Leinwand herausmalen. Es öffnet ein Portal, in das der Künstler eintritt, um die Dinge lebensecht zu malen. Der Maler muss lediglich den Pinsel in seinem Besitz haben, dann erscheint alles auf der Leinwand, was er sich vorstellt. Ich schwinge ihn natürlich trotzdem gerne. So komme ich mir mehr wie ein echter Künstler vor. Na, es ist jetzt wohl eh egal. Wenn ihr die gemalten Trolle nicht besiegt, bekommen wir den Pinsel nicht zurück. Gemalte Trolle. Die Trolle, die der Dieb gemalt hatte, scheinen sich gegen ihren Schöpfer gewandt und ihn getötet zu haben. Er wusste nicht, dass der Pinsel auch Risiken hatte. Die Kreaturen treiben sich nun im ganzen Wald herum und in der Lichtung, wo ich arbeitete. Der Pinsel befindet sich bei der Leiche des Bosmer-Diebs. Ich werde euch nicht helfen können, ich bin kein Krieger. Aber nehmt diese Terpentinflaschen. Sie können euch helfen, seht euch vor. Okay. Irgendwelche Neuigkeiten? Darf ich gehen zuerst? Ich müsste es erst testen. Noch eine sehr seltsame Angelegenheit. Woher weiß er bitte, dass auf der Lichtung der tote Bosmer liegt, wenn er da ist, am anderen Ende der gemalten Welt? Ich verstehe das nicht. Aber gut. Das ist ein gemalter Troll. Eine Figur, die gemalt ist. Ein gemalter Gegner. Ja, genau. So kann man es wohl am besten bezeichnen. Keine Angst, es ist nicht so, dass da irgendwie immer neue kommen. Von daher können wir ihn ruhig besiegen und es ist gut. Weil dann halt keine neuen kommen. Fett des gemalten Trolls. Ja, das Fett werden wir immer noch haben, wenn wir rausgehen. Ziemlich unlogisch, aber egal. Obwohl, nee, so unlogisch ist eigentlich gar nicht. Aber das meinte ich auch mit den gemalten Trollen. Die haben wir nämlich schon mal irgendwo gesehen. Übrigens, das Maul sieht ziemlich lustig aus. Der ganze Troll sieht irgendwie ziemlich lustig aus. Das sieht irgendwie total lol aus. Der Troll des Comedian. Der Comedian. Nicht ein Künstler. Was? Ja, Troll, wir zerbrechen seine Knochen. Wir brechen ihm alles. Ja, genau, leg dich ruhig ein bisschen schlafen. Die Beine so gelegt. Klar. Jo. Am besten legst du noch deine Hand da drauf, genau. La 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 la, Puppenspiel, da, da. Er tanzt dann, da, 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 da. Dö, 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 dö. Okay, das war jetzt Super Mario World. Yeah, ich bin ein Engel! Das macht irgendwie total Spaß. Wie geil. Okay, gehen wir einfach weiter. Oh, ich sollte mein Leben regenerieren. Zum Glück kann man hier warten, das ist ziemlich cool. Ich hätte dem Spiel zugetraut, dass man es nicht kann, aber gut, so fies ist Oblivion auch wieder nicht. Ah ja, da ist noch einer drin. Wow, direkt so aggressive Musik, das geht ja gar nicht. Was? Ja klar, ihn erledigen wir mit nur einem Treffer. Also, mit einem Treffer, also, dass er uns nur einmal trifft. Ja, ja. Da stimmt irgendwas nicht. Gut. Was machst du denn? Hast du deine Hände auf den Rücken gebunden? Machst du Liegestützen auf dem Rücken?
Anscheinend schon. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Als hättest du dir das alles gebrochen. Lol. Also ich kann das nicht. Versuch mal euer Bein so zu knicken. Sieht irgendwie ekelhaft aus. Aber gut, das sind Trolle, die können alles. Trolle sind so cool. Der Fuß muss auch da bleiben. Nein. Warum funktioniert das mit dem anderen Fuß und dem nicht? Ich verstehe es nicht. Nein. Ich finde es lustig. Ja, ich finde es sehr lustig. Oh mein Gott. Ich glaube, wenn wir hier fertig mit dem Troll sind, hat er sich wirklich alles gebrochen oder so. Ach, legen wir ihn auf den Felsen. Ist doch egal jetzt. Auf dem Felsen, mein Großer.